Hallo liebe Leute, hier ist wieder euer Tool Esakin beim Ausgepackt. Diesmal nicht von GW, sondern von einem Modell von Dark Sword Miniatures. Teilreiche Figur für einen 28 mm Maßstab, ein schöner kleiner Drache. Ich dachte eigentlich, er wäre größer vom Bild her, aber naja, er reicht. Aber für 40 Euro ist es doch ein bisschen klein, würde ich sagen, aber egal. Ihr merkt schon, ich habe schon reingeschaut, ich war zu gespannt, um das hier zu machen. Ich habe auch die Teile ein bisschen schöner hingelegt, wie ihr seht. Die lagen nämlich vorher alle kreuz und quer in irgendeiner Ecke. Aber sie sind nicht kaputt, dafür sind sie zu stabil. Wir haben hier schon den... Ich nehme es doch mal runter, ich weiß nicht, sieht man das so besser? Oder auf dem schwarzen? Ich glaube, auf dem schwarzen sieht man es besser. Aber dazu kann ich mir... Uppala, mal das hier holen. Wie gesagt, schön mit Schaumstoff, das ist alles schön stabil, schön heil geblieben. Man sieht hier wirklich sehr schöne Details, die ganzen Schuppen. Ach ja, mal zum Größenvergleich hier einen Chaoskrieger. Also als Reittier ist es ein bisschen klein, aber ansonsten schönes Modell. Sehr muskulöses Viech, muss man sagen. Gut, das ist der Körper. Wir haben hier noch die Ärmchen. Also von der Passgenauigkeit her muss ich auch sagen, ist relativ gut für Zinnminiaturen. Wird ein bisschen Green Stuff benötigt werden, aber ich weiß nicht, ob man es sieht, aber kriegt man schon irgendwie hin. Mit den Schuppen könnte ein bisschen kompliziert werden, die mit Green Stuff nachzumachen. Wir haben hier auch ein, was dabei stand, modelliertes Base. Das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, weil das ist hier kein Base. Egal. Es ist nur sowas ähnliches und ich weiß gerade nicht wie rum. Das müsste schon hier sein. Also hier ist auch die Passgenauigkeit wieder höchst fragwürdig. Vielleicht ein bisschen geraten, dann passt es vielleicht besser. Und selbst wenn, dann brauchen wir trotzdem noch einen Haufen Green Stuff. Da kommen dann hier wieder drei Füßchen da so drauf. Die stehen sogar alleine. Und dazwischen rein der Körper. Und der vierte ist ja hier in der Luft, der haut gerade zu oder irgendwie sowas. Sieht man hier in der Position. Und in dem Eck im Kleinen sieht man es ja, wie der als Modell aussieht. Die Zeichnung sieht immer so cool aus und dann kommt so ein Modell dabei raus. Egal, auf jeden Fall auch schon nicht schlecht. Und dann haben wir die zweite Lage. Tada! Habe ich auch wieder schön hingelegt. Wir haben hier den Kopf und die mächtigen Schwingen. Der Kopf sieht im Ganzen dann so aus. Und jetzt brauche ich wieder was zum Unterlegen. Hinterlegen. So sieht er dann aus. Schön wütender Drache. Also kann man nicht meckern. Ist schön gemacht. Da haben wir dann noch die großen Flügel. Die sind schon. Das mich ein bisschen stört, ist hier der Übergang, weil. Die sehen irgendwie wie dran gebappt aus, also wie von einem anderen Modell. Wie zeige ich das jetzt am besten hier? Also erstmal passt es noch nicht genau, das muss ich noch ein bisschen entgraten. Wir haben hier einen Haufen Schuppen, alles mit Schuppen überzogen und hier geht es dann eiskalt mit einer geraden Linie glatt weiter. Ja, das hätte man vielleicht ein bisschen schuppig machen können, ein bisschen übergangmäßig. Aber naja, die Größe der Flügel ist durchaus akzeptabel. Also das Viech sieht hier schon sehr, das kann ich mir schon vorstellen, dass das hier sehr beeindruckend aussieht, wenn der da mal bemalt am Schlachtfeld rumsteht. Und dann kommt hier auch noch der Schwanz dran. Und nochmal so zum... Ich mach das nochmal hier. Legen wir das einfach mal hier so hin, ein bisschen. Ich lösche das nämlich mal, weil ich bin da voll auf den Maßstab reingefallen. Ich finde, für einen 28 mm Maßstab ist das ein bisschen klein, das Viech. Deswegen wollte ich euch das mal nochmal zeigen. Mit Meterstab, das sind Zentimeter. Und hier ist ein Chaoskrieger. Okay, ich glaube, den Chaoskrieger sieht man nicht. Dann bräuchte ich einen bemalten. So, hier haben wir einen bemalten.
Ich würde ja gerne einen Mensch daneben legen, aber ich habe keine Menschen, ich habe nur Chaoskrieger. Und Ogre, und die sind noch größer. Ja, also nicht täuschen lassen von der Größe, der ist schon relativ klein. Für 40 Euro hätte ich da schon ein größeres Viech erwartet, aber naja, sind halt Künstler. Künstler lassen sich das bezahlen. Wie gesagt, von, wie war das die Firma? Dark Sword, Dragons, irgendwas. Set 1. Da war sogar 49,99, also Dollar, steht sogar drauf. Ja, auf jeden Fall hatte ich das irgendwie für 40 Euro. Dachte ich mir, ein Drache kommt doch cool. Werde ich vielleicht verbauen, vielleicht auch nicht. Für 40 Euro irgendwie einen Umbau draus basteln und ein Reittier draus basteln, ist irgendwie ein bisschen hardcore. Ich gucke mal, was ich dann mache. Wollte es euch nochmal gezeigt haben. Mein Urteil ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, sagen wir mal, geben wir ihm mal ein Gut. Ein unteres Gut, irgendwas zwischen Durchschnitt und Gut. Der Preis zieht halt irgendwie runter. Hier merke ich, ich erwähne das schon immer wieder, weil ich es irgendwie ein bisschen bereue. Aber, naja. Ja, wollte ich mal was anderes bieten. Jetzt habe ich ein anderes Modell, von einer anderen Firma ein Modell reingebracht. Mal eure Meinung, wollt ihr mehr sowas sehen? Oder sagt ihr, nö, was will ich mit dem Unfug? Mach mehr GW-Modelle. Naja, sagt was dazu. Für mich war es das jetzt in diesem Video erstmal. Und wir sehen uns in den nächsten. Bis dann.